Wollen wir Level 1 anschauen? Nee. Bitte nicht. Du kannst ja mal anschauen, Ja nur weil doch, ich. mach Nur mal. Ja, damit ich, damit du, damit ihr wisst, was ich meinte, ne? Da ich kann man war mal drüber komplett reden. los, ich hab Also, nichts gehört. ich glaube, ihr müsst das hier warten. Freiwillig Level an. 1. Oder nicht? Ja, das ist Ich Level muss eh hier 1. machen. Ja, du wartest immer so, gehst dann weg für ein Red Trinket, aber wenn man einen Subsound im Ohr hat, geht das nicht. Nee, ja, ich weiß. Ich hätte jetzt einfach Pause callen So, und sollen. der Grund, warum ich hier nicht. Also, ich möchte nicht. Shut up, Mann! Aber du hast sie schon gesehen, oder nicht? Nein! Ich weiß nicht, dass sie da sind! Oh mein Gott! Also, ich habe sie gesehen, als ich Half-Life war. Ich rausgetappt auf dem zweiten Bildschirm. Ich dachte, ich drück einen Knopf und es ist erledigt. Aber es hat Hättest nicht du sogar überleben können, wenn du einfach einfach rausgegangen wärst am Anfang. Ich hab die wirklich nicht gesehen! Ah! Oh. Okay, ja gut. Ja, in einem Official mache ich da natürlich Pause. Ich hätte auch hier Pause callen sollen. Okay, also. Ich wollte hier den Dragon machen, ne? Weil wir haben ja Mid-Player und Bot-Player. Ja. Korrekt? Genau. Mhm. So. Aber das, also ich habe erstmal Raptoren gemacht, so. Du kannst jetzt noch eine Wave pushen, das kriegst du easy hin, ne? So. Ja. Ich genau. werde jetzt und Level trotzdem, 6. diese Wave ist auch free. Okay, gut. Dann gucken wir mal, was schiefgegangen ist. Wir haben dann Botlane ewig angefangen zu fighten, oder? Mhm. Ich habe das halt das Ding. Ich glaube, ihr solltet einfach nur die Wave pushen, oder nicht? Ja. Definitiv. Und dann einfach kommen. Weißt du, weil wir fighten halt hier und ich weiß nicht mehr warum. So, wir gewinnen den Fight, glaube ich, nicht mehr. Nee. Wobei am Anfang schon, später dann nicht mehr, glaube ich. Okay. Weil das Ding ist, wir gewinnen den 2v2-Fight hier. Aber ich hätte Dragon auch nicht. Einfach die Shyvana looten sollen. So, beim Ja, aber, es ist, aber das ist das Ding ist, ich glaube, wenn wir 2 gegen 2 und den Dragon fighten, dann ist es schon nicht so easy zu gewinnen. Ja, ich war auch ein bisschen low leider, weil ich davor einmal die Wave getankt habe. Ja, genau, und ich habe also, hab den Dragon gedeckt. Da gibt es eigentlich keine Excuse, außer wir sind ja disconnected. So. Wir wollen genau. einen Trade spielen und dürfen aber gar nicht. Wir müssen einfach nur die Wave rausdrücken und dann kommen. So. Das ist giga-free. Genau. Diesen Dragon wollte ich, also den Dragon mache ich, weil wir haben Top Bot und Midplayer, nicht nur Midplayer. So. Ich finde auch jedes Mal zuerst 3 TP, normalerweise das Zoom. Ja. Ja, aber also es geht mir hier eigentlich nur um Botlane, weil Botlane konnte moven und. Ja, wir traden gegen Wave sogar. Wir traden gegen Wave in den Fight und verlieren, glaube ich, auch noch. Ja, das ist eigentlich mein einziger Punkt. Alles andere war okay. Na, ich will bitte noch einmal meinen legendären Roam möchte ich bitte einmal Wann noch war sehen. Das denn? Hier. Wann waren das ungefähr? Ja, das da war. Sind wir, also, da sind wir alle gestorben, nee, glaube ich. Später, das war später. Das war später. Da war der Turret, glaube ich. Ziemlich spät. Der Turret ja, war das fast war down. Level 7 oder so, ja. Nicht Level 7, sondern irgendwie. Achso, ich glaube, ich war im Herald, oder? Ach, war das so früh schon? Ich glaube, du warst top auf jeden Fall. Nee, das war viel später. Da war ich Level 11 wir oder so. Zwei Ins? Nein. Aber es war der zweite Herald, ne? Hatten wir zwei? Ist jemand gestorben? Hier? Das? Ja, es sind, oder ganz so. Viele Leute gestorben. Also, da, das ist der Botlane da. Aber was ich sagen muss auch, ich hatte halt permanente Mid-Prior und irgendwie konnte ich das nie nutzen. Es war nicht so gut. Ja, okay, Botlane lief also, halt überhaupt nicht so, wie es hätte laufen sollen wegen dem Level 1. Das ist halt normalerweise. Beispiel, aber ich dich auch einfach top zu top. Ja, genau. Wenn du hier Mid-Prior hast, sollst du jedes Mal auf der Strong-Seite einfach spielen und das ist Top-Lane. Ja, also. Ich hatte halt immer Prio und ich habe halt nur. Hier kommt's. Ja, look at this. Weil ich hab dich gar nicht gesehen. In die Action Cam. Freddy, du hast schon also Informationen. Der Shyvana kommt und Kassian kann jetzt auch kommen. Du hast alle Informationen. Ja, und jetzt, look, ja, der Laufweg. Siehst du den Laufweg? Siehst du ihn? Und dann so, und dann, at this moment, he fucked up. Und vor allem, wir hatten auch gecallt, die Flashes sind wieder ab, wir haben nur keine Seraphine aber und Freddy war ein Todesmodell. Der Mechanical Play ist eigentlich komplett egal, es geht einfach nur darum, dass wenn Java Topside ist, du auf Topside einfach gehen musst. Die Mechanik spielt keine Rolle. Ja gut. Ja gut, mechanisch war da glaube ich nicht viel rauszuholen. Ja, wenn du einfach die Entscheidung triffst, Topside zu laufen, nehmen wir einfach die nächsten zwei Plates, bevor sie ablaufen, was auch extrem nice ist. Und dann einmal haben wir irgendwie unten noch overextended. Oder? Da bin ich auch gestorben. Das Tollgate für mich geportet, dachte ich, wir können fighten. Dann kam der nächste TP, dann sind die Mitte TP, dann ja, sind die da Mitte gestorben da, und Botlane gestorben. Du bist viel zu spät gesaubert. Genau. Du bist viel zu spät geresettet. Wir haben einfach nach Drake. Ja, ich hab einfach noch, ich hab noch für eine Wave gebildet. Ja, gehen wir auf unseren Drake oder so und dann wird Freddy gecatcht nachher. Aber da hat irgendwie noch sehr früh gecallt, dass wir resetten müssen. Das war eigentlich schon einfach klar, dass du einfach overextended hast bei dem Play. Ja. Achso, hier by the way, warum sollten wir das nicht fighten? Wir sind einfach stärker. Nein, also meine, okay, wir müssen, wenn wir fighten wollen, warten, bis Brücke in Position ist. Ihr habt, nein, also ihr könntet da fighten, wenn ihr sagt, ihr seid stärker, aber ich habe einfach nur gecallt für mich und damit ihr wisst, warum ich habe eine schlechte Position. Ja, Brücke weil auch ich, weil ich, genau. Ja, das ist weil so, ich, aber weil ich aber halt hier können wir schon fighten, oder nicht? Wer hat denn die Mitte Wave geholt? Da war ich doch, oder nicht? Oder habe ich so viel getrödelt? Kannst du eben zurückgehen? Habe ich irgendwie gedurbt? Nein. Ich habe einfach Mitte Wave rausgepusht. Alles in der Welt guckt sich aber wir haben davor gedurbt, wenn du einfach richtig weit zurückgehst, also das Argument, du solltest auch bei dem Drake on Spawn einfach da sein. Es gab keinen Grund, nicht da zu sein. So, geh mal komplett zurück, bitte. Noch so 30 Sekunden. Du derbst. Kann man, glaube ich, so nennen, ja. Aber wir sollten nochmal, geh mal bitte nochmal 30 Sekunden zurück. Geh mal komplett nochmal 30 Sekunden. Ja, komplett Setup.
für den Dragon. Okay, Brücke, okay. Gut. Weil wir haben gecallt, guckt, Malphite hat keine Ult. Wir wussten das genau. Wir sollten den Dragon einfach on-spawn forcen. Weil wenn wir fighten, hat Malphite Ult, weil wir es einfach zu spät machen. Weil zum Beispiel, guck mal jetzt, der Dragon ist ab. Gibt keinen Grund reinzulaufen. Burke hat auch die Web schon rausgepusht. Ja, hast recht. Hast schon recht. Ist aber Free Drag. Ja, Malphite war noch Toplane. Also wir sind ich mag aber auch die Deep Vision, die wir da aufgebaut haben. Ich wollte tatsächlich einfach nur. Ja, genau, ist useless. Das ist useless Division für den Fall, für den Play. Genau, aber ich glaube jetzt gerade, auch wenn Brüchi in der Position ist, wenn wir auf die beiden hingehen, also auf die Seraphin nicht mal. Okay, das wussten wir nicht, aber ich glaube, wir können schon auf die Jump. Wenn wir getimed haben, dass er kein Flash für 4 Sekunden hat, dann ist Free. Nein, ich glaube, selbst wenn sie Flash hat, ist es nicht okay. Nein, noch nichts. Ich will, wenn Brüchi da nicht steht, wir haben Objective und können rausgehen. Das ist komplett guter Play. Das Ding war, der Play war auch schon zu spät. Weißt du, wir waren nicht in Position, dann war Brücke nicht in Position und den Fight können wir nehmen, wenn der Gegner auf uns raufrennt, aber nicht, wenn wir engagen. Meiner Meinung nach. Okay, finde ich okay. Aber das laufen wir, im Endeffekt nehmen wir den Fight gleich, ne? Die laufen auf uns rauf und dann engagen wir. Ja, bloß sehr viel später. Ist ein bisschen deep. Ich baue die zusammen und dann bam. Das ist so geil, Zack mit Ryze. Ja, es war auch mega nice, dass Augen da gewartet hat auf mein Zusammenziehen-Dingens. Dann macht Noah den kompletten DPS. Ah, dann kommt noch die Ryze halt, oder? Dann lass den komplett Karma laufen. Shield halt. Aber da hätte einer anders. Ja, also, ich hätte glaube ich. Ja, genau. Ich hätte nicht nehmen dürfen. Und auch das, dass ich da alleine reinlaufe, ist natürlich ein bisschen riskant, ha? Ja, Moonstone hat in dem Fight allein 11. Ja, jetzt kommt den müssen wir nicht mehr sehen. So, also ab ins nächste Game, Leute. Das ist auch wichtig, dass wir. Dass ja, wir das ist auch sehr wichtig jetzt noch. Sind wir jetzt wieder zur Zeit? Look at the Ryze. Ich mach, glaube ich, 3 Outer Takes auf den Turret. Das ist alles, was ich da mache und krieg eine Wave. Ey, wir das noch anschauen wollen? Nee, du, das ist nicht so wichtig dann auch. Okay. Nice, war ein ziemlich gutes erstes Game, I think. Ich meine, wir haben sie in 21 Minuten gestorben, das ist schon kinda nice. Aber ich muss sagen, Drafted war da gewaltig. Also ich würde jetzt an der Stelle nochmal sagen, ich habe wirklich alles gegeben, dass wir Agurins Onlyfans bekommen, aber es hat einfach nicht gereicht. Es tut mir leid, Chat. Du hast ja noch 2 Chancen. Nee, das tue ich mir nicht nochmal an, ey.